Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, egregie Signore e Signori, voilà die neue 20-Franken-Note. Voilà die neue 10er-Note. Voilà die 200er-Note. Voilà, die tausende Note. Zum letzten Mal in dieser Serie, et voilà, die hunderte Note. Die haben eine Serienummer und fangen von A und gehen weiter. Und ich habe jetzt ein M bekommen mit Y-Millionen Nummer. Hinten schöner wie vorne. So, und jetzt möchte ich herausfinden, was eigentlich die Leute von dieser neuen Note halten. Kommen wir mit. Schön, man kann sich daran gewöhnen. Sie leuchtet auf jeden Fall. Ja, das gern. Öfter mal was Neues, ich finde es gut. Noch ein anderes Papier wieder. Nicht nur 50er Noten. Doch, finde ich gut. Diese Banknote schon wahnsinnig lässig. Sie ist jugendlich, sie ist nicht altmodig, sie ist innovativ. Sie hat einen hohen Standard an Sicherheit und sie wird uns mit Sicherheit auch jahrelang noch ohne Probleme durch unser Geldwesen begleiten. Also ich bin stolz drauf und sie gefällt mir wirklich. Was sagst du zu den neuen 200er Noten? Also sie ist sehr schön und die Farbe finde ich sehr speziell. Es tut mir recht schweizerisch. Ich habe ein bisschen den Rüttelschwur in Erinnerung, wenn ich die Hand so sehe. Ihr habt jetzt alle das neue 100er Nötli in der Hand. Findet ihr das cool? Ja! Und wenn ihr sie anschaut, findet ihr sie schön? Ja! Und wenn ihr sie am liebsten behalten? Ja! Also ich habe mich mega gefreut. Ich finde es sehr spannend eigentlich. Es ist mega schön. Und ja, ist cool, wenn man so einer von den Ersten kann sein, der die Noten bekommt. Wir sind ja mit den Ambitionen gestartet, dass wir eine neue Banknotenserie schaffen mit ganz neuen Sicherheitsmerkmalen, aber auch mit einem neuen Ansatz, was eben das Design anbetrifft. Und da sind wir sehr froh, dass die Darstellungen sehr gut angekommen sind. Also diese Banknotenserie ist neu in der Art und Weise, wie sie die Schweiz repräsentiert. Und dass das gut aufgenommen worden ist von der Bevölkerung, ist für uns ein sehr gutes Zeichen. Das nehmen wir mit großer Befriedigung zur Kenntnis. Ist das die letzte Notenserie? Ich glaube nicht. Weil auch wenn die Bedeutung vom bargeldlosen Zahlungsverkehr stark zunimmt, wird es wohl für lange Zeit noch ein Bedürfnis geben, auch mit Banknoten zu bezahlen.